Kamera, bitte positionieren. Die Schrift steht auf jeden Fall. Leute, willkommen zum allerletzten Part. Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir zusammen mit Lukas den Final Boss besiegt und die Credits erlebt. Und heute sehen wir uns alle Klingen Awakenings an und schauen danach nochmal im Spiel rein. Na, ich habe sie alle. Ich habe heute irgendwie so 4-5 von denen bekommen. Ne? Wir haben, glaube ich, 7 vorher gefehlt. Oder 6. Ne? Und die schauen wir uns jetzt alle an. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wo der Anfang ist. Hier. Adnins Erwachen. Ich kenne die meisten gar nicht, ne? Ich kenne nur ein paar von denen. Es ist immer interessant, wie ihr Körper sich so teilt. So geteilt ist. Ich hoffe nur, dass der Part richtig aufgenommen wird. Okay. Zwar der Nini, jetzt kommt Agent. Für den Fall der Fälle, dass man ihn irgendwie freilässt. Sprich, sonst würde man die Animation hier nicht sehen. Und das wäre ja nur mit einer Klinge passiert aus Versehen. Nehmen wir die letzte Klinge, die ich bekommen habe, Arkos. Auf jeden Fall nice. Jetzt kommt Agathe. Ich glaube, Agathe kenne ich sogar. Aber das ist schon ewig her. Ja, man sieht schon, das hat bei ihm sehr viel mit Erz zu tun. Wir schauen uns hierbei auch die generischen an, ne? Der Part wird, denke ich, auch nicht so lang sein, aber ja, ist schön, so auf sowas zu reagieren. Akos, die letzte Klinge, die ich bekommen habe. Ich glaube, den habe ich mal auf YouTube gesehen. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht im Kampf benutzt, einfach weil er die letzte Klinge war. Also zum Beispiel mit Kosmos habe ich gekämpft und die ist echt mega geil. Also ich nicht direkt, sondern ich habe sie Sieg gegeben, aber trotzdem mega geile Klinge. Okay, 4 Minuten, bisher läuft alles gut. Also sogar weniger als 4 Minuten. Asami. Fehlt sind mir vorhin nie aufgefallen. Sind die neu? Auf jeden Fall ist Asami sehr creepy. Sie ist immer noch creepy. So, Boreas. Den kenne ich, glaube ich, auch. Einer der ersten Klingen, die ich bekommen habe. Krass, dass er seine Waffe in seinem Mund lagert. Obwohl ich immer denke, dass da oben sein Kopf ist und dementsprechend dort auch sein Mund. Aber nein, sein Mund ist an seinem Bauch. Corvin. Irgendwie erinnert er mich übelst an Itachi aus Naruto. Vielleicht auch wegen den Rabenfedern. Den hatte ich, glaube ich, vor dem Game Plus. Nebenbei, ich habe mir die Drop Rates angesehen und tatsächlich ist es so, dass es je nach Spielstand 5 verschiedene Spawn Rates für die verschiedenen Klingen gibt, außer für die DLC Klingen und Kosmos, die überall dieselbe haben. Hey,
Ja. War nice. Kaufen. Gibt, glaube ich, 52 Klingen oder so. Also, es kann lang dauern. Chrysidius. Ist ja auch eine Tornerklinge. Chrysidius ist jetzt so eine Klinge, die ich nicht sehr häufig benutzt habe. Presidius heißt, ich habe die ganze Zeit Presidius gelesen, ich Idiot. An dem bei mir ist auch was aufgefallen im Game. Und zwar nach über 210 Stunden habe ich ernsthaft gemerkt, dass man direkt auf den Speicherscreen mit Minus rum. Ich glaube, das wusste ich am Anfang sogar, wenn man im ersten Spielstand hat, das aber irgendwann vergessen. Was ist das? Ich glaube, die habe ich sogar gesehen. Na, anfangs habe ich alle gesehen, weil man damals noch nicht skippen konnte, ne? Weil diese Skip-Funktion, die wurde erst per Update, glaube ich, hinzugefügt. War auf jeden Fall eine der besten Sachen, die sie je gemacht haben. Ist das ein Pokéball, den sie da in der Hand hat, so einen blauen? Daggers erwachen. Der singt wie richtig schwer. Mich erinnert mich übrigens an Wasabi irgendwie. Nebenbei, als ich angefangen habe mit den Klingen, tatsächlich habe ich aus Versehen auf die, auf die Telos Quest gestoßen. Frag mich nicht wie. Naja, ich mach die Quest sowieso nicht. Dalias erwachen, ich glaube, das kenne ich auch. Nebenbei, ich habe auch Cosmo tatsächlich meine erste Insta-Story gewidmet. Ja. Elektra, ich glaube, Elektra kenne ich. Elektra müsste ich kennen, das war auch eine der ersten Klingen, die ich bekommen habe. Du hast jetzt ihre Frisur, hat ihre Frisur durch ihre Blitze verändert. Naja. Wir wissen, dass sie gar nicht will, wird ja am besten umgehen, also bevor sie die Quest gemacht hat. Aber ja, Elektra ist eine coole Klinge auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass die Aufnahme läuft, ne? Finch? Ach, Finch ist so eine seltsame Klinge, finde ich. Frag mich immer, warum der kein Tierwesen ist, sondern als Mensch gewertet wird. Es gibt irgendwie nur eine seltene Tierklinge und das ist Gromark. Ich weiß ja gar nicht, ob die so ein Erwachungsgedöns haben. Ist auch schade, dass das nicht irgendwie geordnet ist mit den Erweckungen. Du hast es doch gerade gesagt, Junge. Ich find's aber cool, wie man da ihre Persönlichkeiten da sieht bei den Erweckungen. So. Die haben aber alle so eine eigene Persönlichkeit, das finde ich richtig cool. Es gibt, ich habe nachgezählt, es gibt 52 seltene Klingen. Es gibt 52 und die haben halt alle eine andere Persönlichkeit und das finde ich richtig cool, auf jeden Fall. So, Floren. Unsere Lieblingstrap. Ohne Scheiß. Ich habe
Ich hab da schon nicht schlecht gestaunt, als ich da beim Söldner-Aufträgen damals gesehen habe, dass das ein Junge ist. Damals war ich auch noch nicht so ein großer Weeb wie jetzt. Warum tut dieser auch für seinen Arsch ranzoomen? Naja, trotzdem gibt es weniger Bilder von Florian als von als Tollfo oder so auf R34. Naja, egal. Godfrey. Die kenne ich glaube ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die ewig nicht mehr gesehen haben und habt die wahrscheinlich alle vergessen. Das müssen ja auch nur zwei Torner klingen, ne? Hier bei den Erweckungen. Gorks erwachen. Stimmt, dass ich den hinten nicht freigelassen habe, ne? Meist tut sich sowieso die Waifus, also. Ja, ich glaube, ihn habe ich nie wirklich benutzt. Heralds erwachen, ah stimmt, das war die vorletzte Klinge, die ich tatsächlich bekommen habe. Da frage ich mich auch, wie man auf sowas kommen soll. So ein random Riss in Theosaur, wo man dann da Items reinstecken muss. Ja. Vor allem Herald, da denke ich halt so ein Mann und dann ist das so eine Frau. Hat auf jeden Fall ein cooles Design. Das hoffe ich auch. Kassandras erwachen. Oh, stimmt, die habe ich auch nicht gesehen. Die war auch irgendwie so ein random Gegner. Der muss man da besiegen, der random bei so einem. Bei so einem Tauchgang kommt an einer bestimmten Stelle in Mordane, ne? Und der einzige Punkt, wo man davon erfährt, ist in Abakavanish beim Typen da. Oder ist das die? Ja doch. Ich glaube, ich habe die Erweckung aber auch schon gesehen. Okay. Ja. Der droppt dann Kernkristalle speziell für sie, das Chorwasser machen. Nun Scheiß, hätte ich nicht random heute Mittag das recherchiert, hätte ich wahrscheinlich noch stundenlang legendäre Kernkristalle gefahren. Wenn ich geschaut hätte, dass, wie die Drop Rate ist. Ja, vor allen Dingen, das war komplett random. Kaum ist auf jeden Fall auch eine coole Klinge. Hat glaube ich auch eine eigene Quest, aber ja, die meisten haben wir ganz gut. Ach, Kosmos! Da bin ich jetzt gespannt. Kosmos, ohne Scheiß, ich bin übelst ausgerastet. Das weiß ich, hat man gar nicht gesehen, da ist so Grim Story. Weil ich auf Kosmos einfach gar nicht gefasst war. Mann, können Sie nicht einfach die Xeno. Saga-Spiele da auf die Switch bringen, ich würde echt zu gern spielen. Vor allem, es gibt auch nur einen Teil irgendwie bei uns in Europa und die Japaner, die haben 1 und 2 irgendwie noch auf dem 3DS bekommen. Weil laut Bandai Namco würde sich das nicht lohnen, so ein HD-Remaster zu bringen. Komplett dumm. Naja, Newt ist jetzt dran. Auch eine DLC-Klinge. Ich habe auch vor kurzem gesehen. Keine Ahnung, ich mag Newt nicht so. Newt ist seltsam. Naja, ich bin auch seltsam, aber. Ja.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, so wie ein Spiel von Newt halten soll. Was soll die 12 fetten Arme noch zusätzlich? Oh, dir einen Hut, das ist zum ersten Mal. Ja. Sind wir jetzt bei der Armee auf einmal? Mhm, ja. Habt ihr schon öfter einen Kampf benutzt? Nimm's erwachen. Ich bin gespannt. Alter, fucking Furry. Das erwachen. Haben wir die nicht sogar gesehen? Oh, ich glaube, wir haben Ubrona sogar gesehen. Petrokas erwachen. Haben wir Petroka nicht sogar während des Let's Plays bekommen? Ja, bis ich nachgesehen habe, wie man Easy Character Style, legendäre Character Style kommt, hatte ich sie auch die ganze Zeit im Team. Und scheiße, ich glaube, ich zeige euch sogar gleich, wie ich gefarmt habe. Das wäre irgendwie so ein Video, so, ja, so kann man 120 legendäre Charakterzeit pro Stunde halten. Ich glaube, das verlinke ich euch sogar und ich zeige euch, was ich gemacht habe. Aber ja, die Vorbereitung zeige ich euch nicht, das sieht man im Video. Tossville kommt jetzt, okay. Naja, so sieht man die Klingen auch mal von Namen, weil im Kampf hat man, oder auch auf der Overworld, habe ich das Gefühl, dass man die nicht wirklich von Namen sieht. Die meisten. Dann denke ich auch meistens, ja, die sind ja überhaupt nicht aus wie auf ihrem Artworks. Wie zum Beispiel bei Percival. Perdidos erwachen. Auch eine der letzten Klingen, die wir bekommen haben. Im Let's Play. Hatte ich auch lange dabei. Also bei Schulk und Fiora habe ich geschafft, nach Allrest zu bringen. Ilma hingegen habe ich geschafft, sie zu bekommen, aber nicht sie herzubringen, weil das einfach viel zu schwer ist. Also wirklich unmöglich ist das. So, wer kommt jetzt? Habe ich gerade nicht nachgeschaut. Perun. Ja, die Titten, die... wackeln ein bisschen. Wir sehen bei Kubi, wie es da drei Klingen gibt, die für Gerechtigkeit kämpfen, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Sie, Percival und Godfrey. Der gab ja auch so eine gemeinsame DLC-Quest von den dreien. Okay, ich frage mich, ob noch viel kommt. Praxis erwachen. Frag mich echt, wie viel wir schon gesehen haben.
denke, wir haben schon 30 oder so gesehen ungefähr, oder? Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Rock. Stimmt, Rock ist eine, die ich auch gesehen habe mal, aber ich glaube nicht im Let's Play, oder? Haben wir die im Let's Play gesehen? Ich glaube, wir haben keinen Let's Play gesehen. Rock war auf jeden Fall sehr nützlich fürs legendäre Kleinkristallfarmen. Wenn wirklich so eine Kombi so schwanken, umwerfen, schleudern, schmettern, dann tun die auch nochmal zusätzlich Items droppen. Na? Aber wie gesagt, man muss da echt schon sehr viel Sachen vorher machen. Aber wie gesagt, ich werde euch das Video, das ich gesehen habe, noch in die Videobeschreibung verlinken. Vielleicht auch das nachfolgende Video, wo der noch gemacht hat, um noch mehr rauszuholen. Ne? Ich denke, das würde euch, könnte euch interessieren und auch sehr viel Zeit sparen. Glaubt mir, hätte ich das nicht getan, würde ich immer noch dran sitzen. Wäre doch bei weitem nicht fertig. Dauert auch nicht lang, zumindest das Setup für die 120. Das mit den 180 habe ich nicht gemacht. Ne? Ich habe trotzdem relativ viel bekommen. Ah, Shiba, die müsste ich auch gesehen haben. Sie kriegt man auch so einen besonderen Kernkristall in Torrigoth, in so einem bestimmten Laden da, für 500.000. Danach verkaufen die dort noch was, aber das ist komplett irrelevant. Ich habe dort, glaube ich, auch öfter reingeschaut in diesen Laden. Warum erinnert mich ihr Bora so krass an Eiscreme? Oder ihre Haare? Ich mag sie auf jeden Fall. Sie sitzt halt dann auf ihrer Badewanne. Telos. Ihr Wachen kenne ich nicht. Die haben, war glaube ich die erste Gang, die wir im Let's Play bekommen haben, oder? Ist glaube ich auch Sinusaga. Ne, da gibt es ja noch Xenogia, aber das ist glaube ich von Square Enix. Das ist irgendwie seltsam. Ne, die mit der Xeno-Reihe. Dann haben wir den ersten Teil Square Enix, dann die zweite da, diese Trilogie, Xenosaga, Bandai Namco und dann die Xenoblade-Reihe und die Xenoblade-X-Reihe von Monolith Soft. Aber ich denke, das bleibt dann bei Monolith Soft. Selbst wenn die jetzt nochmal was anderes mit Xeno rausbringen, was nichts mit Xenoblade zu tun hat. Ah, Telos wird's ausgesprochen. Auf jeden Fall ist sie auch eine sehr gute Klinge. Ja, genau auch wie Cosmos. Cosmos hatte ich zwar, konnte ich zwar nicht so oft nutzen, aber sie war auf jeden Fall gut. Jetzt kommt Fury. Mehr oder weniger Schwester haben wir ja schon. Ursulas Erwachen. Aber Ursula hat die schlimmste Quest von allen. Sprach Ursula zwar und ihren Teddybär und ihren Polarbären auch, aber trotzdem. Oh, süß, wie sie sich jetzt hinter Maisbär versteckt. Sie ist halt auch sehr shy. Oh krass, Alter, die Aufnahme ist immer noch nicht spendet worden, Alter. Wills erwachen. Who
Okay. Wes erwachen. Okay. Sie müsste ich auch mal gesehen haben. Sie hat ja auch ihren eigenen Kerkzahl. Ja, du kannst Reißbälle machen. Wolfric. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Main-Klingen hier sowas haben. Ich denke es mal nicht. Ich denke, die kann man gar nicht erst wegmachen. So. Besonders nicht die Poppies. Ja, Wolfric. Soll ich mir auch die generischen geben? Nee. Die jucken doch sowieso niemanden. Wolfric. Zenobia, stimmt, die fehlt noch. Irgendwie zusammen mit Theos irgendwie die seltensten Klingen. Ich habe die trotzdem richtig schnell bekommen eigentlich. Und das hier müsste ich auch kennen eigentlich. Ja. Nimmst das mit denen auf, hat aber einen beschissenen Skilltree und irgendwie ist ja auch nicht so stark. Ah, jetzt sind wir schon durch mit den normalen. Was habt ihr da nochmal für jede Scheiße hier? Wisst ihr Leute? Ich besitze einen Relife, ne? Und sorry, aber 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 verschiedene Klingen mit was weiß ich wie vielen Typen und was weiß ich wie vielen Gesichtern und was weiß ich wie vielen Stimmen mir zu geben. Sorry, aber nein. Wir werden jetzt das Spiel starten. Und dann zeige ich euch mal, wie ich gefarmt habe. Ich sage euch nur einige wichtige Sachen. So, auf jeden Fall habe ich auf jeder meiner Klinge Goldchips ausgerüstet. Oder wie auch immer die im Deutsch heißen, Goldsplitter. Die tun halt die Item Drops erhöhen. Dann noch irgendein anderes Item, damit Klingen schneller aufladen. Noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall hier ein Gormod beim Räuberversteck. Da ist ein Level 104 Gegner. Der steht in der Bego. Das ist eigentlich richtig easy zu besiegen. Ihr seht schon meine Top-Side. Die liegt bei 44 Sekunden. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen zurückgehen, weil ich erstmal warten muss. Ne? Hoffentlich springt Sieg eben schnell zum Schwanken. Ne? Weil eigentlich kann ich nicht wirklich Schwanken machen. Das muss er schon machen. Ich kümmere mich schon dann um den Rest. Aber es geht auf Fiora. Ich habe euch ja nicht gezeigt, wen ich als Ausrüstung habe. Auf jeden Fall mit ihm habe ich Rock und Pandoria. Das hat seinen Grund natürlich, dass ich ausgerechnet Pandoria habe und Rock. So, jetzt auf jeden Fall schwanken. Damit ihr schleudern. Und damit Rock schmettern. Und dann kommen hier Items schon raus. Und hier schon legendärer Kernkristall. Ne, und ihr seht schon, der Dino richtig schnell aufladen. Und jetzt schon wieder. So, und ihr seht schon. Ne, also ab der Hälfte tut er normalerweise mehr Gegner rum. Ja, hier kommen sie schon. Die sind eigentlich auch schwach. Eigentlich sind die übelst schwach sogar. Jo, wir haben gerade übelst viel Glück. Ne, also wir haben gerade übelst viel Glück. Ah ja, jetzt kommt gerade die seltene Musik, also das Xenoblade 1 Musik, weil wir Schluck und Fiora bei uns haben, glaube ich. Boah, schon wieder.
Ja, und jetzt kriegen wir sogar die Drops fürs Killen. Ja, auf jeden Fall. Komm. Das bringen wir schnell zu Ende. Ja, auf jeden Fall schneller, wenn wir dann noch das 3-6 machen, als wenn wir jetzt eine Gruppenleiste nutzen, habe ich schon gemerkt. Ja, manchmal kommt das auch mit Schuld. Also ihr seht schon, das geht richtig viel schneller. Ich habe auch nebenbei den Schwierigkeitsgrad geändert. Ne? Ich spiele nicht mehr auf einfach, sondern ich spiele auf Anpassen. Da kann man es sich nämlich noch einfacher machen. Das habe ich halt genutzt, um schneller das zu machen. Und auch weil ich scheiße bin. So konnte ich auch Elmer bekommen, nur so. Aber ohne Scheiß, Elmer außerhalb von Always mitzunehmen, ist fast unmöglich, finde ich. Na komm, schauen wir uns nochmal die Vierer-Attacke an. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie nicht so stark ist. Ich glaube, das Gefühl, die macht kaum Schaden. So im Vergleich zu 3 Stufen Gedöns, was mehrere Gegner auch trifft. Wie jetzt schon, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es nur Schaden macht. Ja. Auf jeden Fall schauen wir uns doch die Teams an und da wollte ich noch was Bestimmtes zeigen. Also hier mit Rex habe ich Mithra, Pandoria und Rock. Mit ihr habe ich Florian, Nimmo und Adenin. Mit ihm habe ich halt Cosmos, Fiora und Schulk. Ja, die sind eigentlich nicht wichtig. Also haben wir Aegean und Bridget. Die habe ich halt nicht genutzt und bei ihm kann man sich ja schon fast denken. Und jetzt unter Klingen. Wie viele habe ich nochmal? Kernkristalle? 6 legendäre. Ja, 30 normale und 65 seltene. Mit seltene kriegt man auch sehr viele. Enzyklopädie schauen wir uns auch an. Aber nicht einfach nur so, sondern mit den ganzen Stimmen. Ja, wir schauen uns jetzt noch die ganzen Stimmen an. Ja, das ist jetzt das letzte, was wir uns noch im Part anhören, oder im Let's Play, besser gesagt. Das habe ich vorhin entdeckt und habe mir gedacht, das kann man zeigen. Oh, jetzt waren die schon wie Dopern süß. Interessantes Outfit. Dafür einen kurzen Moment, ich hätte Regel gerade vor mir. Aus so einem Grund. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, warum sind das 2 Stimmen? Aber ja, es gibt auch noch die japanische. Die habe ich mir nie angehört. Ne? Ich habe gehört, dass sie teilweise echt scheiße klingt. Also generell die Stimmen. Ne, Waifu Mia. So. Letzte Story-Klinge. Es gibt einige, die kriegt man auf jeden Fall, je nach einem dieser 5 Spielstand-Droplets. What? Es gibt 52. Not make me mad. Onwards. Onwards. Okay. At your service. Aber das sieht irgendwie komplett anders aus im Vergleich zu seinem 3D-Modell. Ken, den gesprochen. Im Japanischen. Ja, aber ich hab mir auch nie die japanischen Stimmen runtergeladen, ne? Warte, das wollen wir zu Ende. Ja, das. Adventure! Ja.
Weil das hätten wir noch nicht sehen. Hört man das irgendwo anders im Spiel, diese Stimmen hier? Ganz ehrlich, die meisten Stimmen finde ich nicht so schlimm. What? Das habe ich glaube ich nicht zu Ende gehört. Doch. So, Cassandra. Warte. Ja, wir müssen jetzt bei 20 ungefähr sein. Ich auch nicht. Ich kann nicht warten, bis wir den Xenoblade spielen. Könnt ihr die Xenoblade Definitive Edition rausbringen? Obwohl ich überlege, vielleicht Toll Golden Kami vorher noch zu bringen. Na, obwohl, die Lootbait kommt halt echt nicht gut an, so. Leider. Ist auch cool, wie manche teilweise komplett andere Artworks haben, so. Irgendwie sind da gefühlt mehrere Leute an den Artworks gewesen, so. Ja, okay, das habe ich schon öfter gehört. Das war sicher aus den Söldnertruppen. Scheiße. Für Group Red, wir werden schon bei den DLC klingen. Jetzt zum Beispiel diese Artbox, die kommt dann das aus, also jetzt zum Beispiel das hier. Haben wir auch echt recht gegen Ende bekommen. Adnin hat so ein etwas seltsames Design, finde ich. Ja, so luxus wie Aqua bist du zumindest nicht. Ich hoffe, man hat die Konjunktur-Referenz verstanden. Ja. So, unsere Trap. Aber ohne Scheiß, warum wurde da bei seinem Summoning so oft auf den Arsch rangezoomt, so. Also ich erwarte jetzt morgen super viel auf R34. Alter, ohne Scheiß, als ich da Cosmos gesehen habe, ich habe echt mir nichts dabei gedacht. Ich habe einfach so stumpf legendäre Kerkristall resoniert und dann so Cosmos. Alter. Ich find's immer noch krass, dass ich die so schnell bekommen habe.
die letzte Main-Game-Klinge. Da kommt jetzt für den DLC-Klinge. Warum auch immer Dahlia und nicht Kosmos da steht. Ich finde, Kosmos hätte da viel mehr gepasst. Der Tetsuya Nomura, der hat nämlich die ganzen Torna-Klingen gemacht, tatsächlich. Alle Torna-Klingen-Design. Ja, Nomura, Square Enix, Final Fantasy, ich glaube auch direkt Kingdom Hearts Design, der. Ja, auch Tetsuya Nomura. Wie gesagt, der hat die ganzen Torna-Klingen gemacht. Obwohl, ich weiß gar nicht, glaube ich, ob er deren Klingen gemacht hat. Aber die Member so, Mikael, warum auch immer hier so gelber Rad. Aber man sieht schon auch so ein bisschen am den Artworks, dass es Nomura ist. So, wenn man sich jetzt zum Beispiel Final Fantasy 10 oder so ansieht. Ne? Er hat natürlich nicht an 7 oder so, aber eher an 10 so ein bisschen. Ne? Ist ein komplett anderes Design als das hier zum Beispiel. Obwohl ich finde, dass man die Game Mario nicht so sieht. Let's Dance. Scheißspiel. Monolith Soft. Illustration Monolith Soft. Ja, ist da anscheinend jemand gewesen, auf den sie nicht so stolz sind, weil ich glaube nicht, dass das ganze Team von Monolith Soft hinter Umbrella steckt. Ja, Marlos und Jin wurden zum Beispiel auch von Nomura designt. Ich glaube, Monolith Soft besteht aus früheren Square Enix Arbeitern. Genauso wie das leider bankrott gegangene Alpha Dream. Okay. Nebenbei, ich glaube, ich habe das jetzt wieder am ersten. Ich glaube, ich habe den ersten Part damals an Neujahr aufgenommen, weil ich den letzten Part Pokémon Schwert an Silvester aufgenommen habe. Damals mit Lukas. Ich glaube, ich habe mich dann direkt am 1. Januar hingesetzt mit Xenoblade. Ja, dieses Schoko da, das, die haben da sehr viele Character Designs. Verstehe aber auch nicht, warum Poppy, warum Tobra jetzt weder Schulk, noch Fiora, noch Elma, noch Poppy Kloppy nutzen kann. Hat sich gerade das Artwork bewegt? Ey, ich hab doch gerade richtig gesehen. Schulk. Komm mal, really feeling it. Oh Mann, ich bin enttäuscht. Nebenbei, ich glaube, ich hätte Elma auch ins Team genommen, wenn ich sie auch außerhalb von Always nehmen könnte. Das ist die zwei letzten, Corvin und Elmer. Ah ja, Xenoblade X möchte ich auch mal gern spielen. Vielleicht ist das Play. Aber ich habe ja Pokémon Mystery Dungeon Legendary Riser aktuell, wo ich aufnehmen muss. Vielleicht ist es nicht mehr so. Vielleicht ist eins von beiden ja fertig, wenn der Part online kommt. Ich denke es aber nicht. Auf jeden Fall, das war's mit Let's Play Pokémon Xenoblade Chronicles 2. Alter, ich würde gerade damit mir selbst in die Fresse schlagen. Das war's mit Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es sehr, sehr, sehr gefallen. Ne? Echt, wie das. Ich merke wieder, warum das so ein geiles Spiel ist. Ne? Frag mich, was ich als nächstes Let's Playen werde. Werde ich Torna dieses Jahr Let's Playen? Werde ich Xenoblade X dieses Jahr Let's Playen? Gute Fragen sind das hier, ne? Aber eins kann ich schon mal sagen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Süß.